Welche Bedeutung hat die Marktorientierung für betriebliches Handeln? So ähnlich wie die Frage von gerade, welche Bedeutung hat der Absatzmarkt? Natürlich ist Marktorientierung die entscheidende, also kann man auch hier wieder nur sagen, die entscheidende. Und zwar Entscheidung im Sinne Sieg oder Niederlage, ja, Tod oder Leben. Die entscheidende Leben oder Tod Entscheidung ist die Marktorientierung für das betriebliche Handeln, ja, sonst Pleite. Ja, wenn ein Unternehmen nicht marktorientiert ist, also keine Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die die Kunden kaufen wollen und auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen und dass die Kunden das Geld auch haben, wenn das nicht gegeben ist, dann geht das Unternehmen pleite. Furchtbar einfach. Ja, also Marktorientierung hat die entscheidende Bedeutung, der Erfolg am Markt ist entscheidend, sonst geht das Unternehmen pleite. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.